Hallo und herzlich willkommen. Wir sind immer noch im Schrein und noch immer hören wir dem sphärischen Gesang der Hüterinnen hier zu. Was heißt, haben wir einen wirklich fiesen Finstergeist umgehauen? Ich weiß nicht, was da hinten noch ist. So, danke fürs Ableben. Oh, das Wasser. Das ist Zauberer, ne? Die haben schon mal einen Zauber drauf, aber der kann auch ganz schön nerven. So, kommen die hier dran? Natürlich. Roteisen, irgendwas. So, versuchen wir hier zu kriegen. Okay, gut. So, am Arm kriegen wir sie. Ah, guck mal. Hör doch mal auf, die Hüfte zu rasieren. Oh Gott. Na gut, hauen wir den halt um. So, zu viel Spiel. Und noch einer. So, noch einer hier. Nein, darf ich jetzt die Zauberin kaputt hauen? Gut. So, danke schön. Und zack. Das ist ein bisschen Leben, ne? Das ist ein Lebenstein wert, ne? Ein bisschen Leben, was ich das hier noch übrig hatte. Okay. Na gut. Wir haben übrigens ein Schwert bekommen, ne? Dieses Rot-Ding von Zweihänder. Schau ich mir mal gerade an. Ach, wir haben noch mehr bekommen. Wir haben auch ein Schild bekommen. Ruhender Drachenschild. Schild des Erzdrachen-Sekte Lindels. Was abgebildet ist, ein ruhender Drache. Der Schild wurde für geheime Rituale entwickelt. Er stellt die Ausdauer wieder her. Die Geheimnisse der Lindelt-Rituale werden von den Erzdrachen-Sekte bewacht. Nur ganz wenige haben die Einblicke ihr Wissen erhalten. Ein Wissen, das auch die wahren Ursprünge der Erzdrachensäcke umfasst. Rotlicht, Rot-Eisen, Zwillingklinge. Eine Zwillingsklinge mit schweren Klingen an beiden Enden. Eher zum Eindrechen auf die Feind geeignet als zum Aufschlitzen. Das konnte führen erfuhr enorme Kraft. Die Zwillingsklinge bildet die Gestaltung einer aus fremden Landen stammenden Waffe nach, die an beiden Enden ihres Griffes über Klingen verfügen. So, dann haben wir noch den Erzdrachen Streitkolben. Steht nicht viel anderes drin als beim Schild auch. Bin ich auch Rüstung oder was bekommen davon? Nee, aber Handschuhe, ne? Handschuhe der Erzdrachen-Sekte aus Lindelt. Man weiß nicht viel über die Erzdrachen-Sekte und ihre uralten Rituale. Jedoch es heißt, ihre eingespielten Wunder und ihr selbst in Angesicht des Todes standhafter Glaube hätte sie einst zu starken Rivalen der Drangai-Truppen gemacht. Okay. Was ist das da hinten? Das ist doch irgendwas. Wow. Wow, 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 wow. Auf jeden Fall kein Weg für uns. Das ist die Leiche. Hier geht's auch schon tief hinab. Hier sind Umstifter Torbogen. Okay. Vieles noch hinab. Aber hier geht's tief hinab. Oh Mann, das heißt, da hinten geht's auch noch mal weiter bis zu dem Ding da hinten. Okay. Oh, hier ist aber eine Nebelwand.
wer bist du? Sie verschwindet. Was soll das denn jetzt bedeuten? Was ist das für ein Froschgequakel hier hinter? Sangesdämonen. Oh. Was bist du denn? Du bist ein riesiger Frosch. Okay. Gut zu wissen, macht also. Okay, okay, okay. Das ist also ein ekelhafter Frosch. Und locker. Okay, 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 okay. Habt ihr lange gehalten, nicht wahr? Ein Versuch, ihn zu stoppen. Mann. Wenn wir jetzt nicht die ganzen Gegner wieder umhauen müssten, wäre das gar nicht mal so schlimm. Oh, wenigstens sind keine mehr von diesen komischen Rittern dabei. Das ist doch schon mal ein bisschen erfreulicher. Mann, was für ein ekelhaftes Riesenvieh. Ach ja, hier schon wieder. Hallo? Ja, ich hab gar nicht. Ach, mein Zeug nicht kaputt. Ich dachte, das Vieh. Boah, ich schiebe mir die Fallen ab, das ist mir jetzt egal. Ich will die Zauber, der mich jetzt nicht verschwenden. Ich glaube, die kann ich gegen den Boss viel besser gebrauchen. Oh mein Mann. Ich wusste, dass du jetzt kommst, mein Freund. Geh ich dir an. Was auch immer das, das ist. Wahrscheinlich macht meine Ausrüstung kaputt die ganze Zeit und ich merke es nicht. Ich weiß nicht, wie viele sind hier mehr und da hätte ich noch eine Magierin. Folgen wir nicht. Ist das der Frosch, der die ganze Zeit singt? Schon ein bisschen beeindruckend, finde ich. So, benutzen wir das schön oder kommt der jetzt direkt? Okay, 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 okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja echt schlecht gewesen. Oh Gott.
Oh nein! Lalala, Frosch. Okay. Okay, was gut, gut. Kann ich glaube ich nicht machen, oder? Okay. Schlüssel, ach, die brauchen wir für oben. Ah, sehr interessant. Wollte ich gar nicht hin. Was haben wir jetzt bekommen? Die eingebetteten Schlüssel und die Sangesdämonenseele. Eine Seele der Sangesdämonen am Schrein von Amana. Als diese Dämonin einen Appetit auf menschliches Fleisch entwickelte, wurde sie zum Schrein von Amana eingekerkert. Doch die Zahl der Priesterinnen, die sich um den Schrein kümmerten und die Kreatur besänftigten, hat abgenommen. Nutzt die besondere Seele, das wissen wir schon. Und der eingebettete Schlüssel. Hm? Wo ist er? Hä? Warum sehe ich den jetzt hier nicht? Ist das eine Waffe? Das ist eine Waffe! Schwert, das die Tür des Eingebetteten öffnet. Trotz der Waffenform handelt es sich halt um einen Schlüssel. Stoß den Schlüssel in den Eingebetteten, um sein Schicksal ein grandioses Ende zu bereiten. Der einst menschliche Eingebettete kettete sich selbst für alle Ewigkeiten ein, als er erkannte, dass er der Versuchung des Fleisches niemals würde widerstehen können. Seither harrt er des Tages, an dem jemand diesen Schlüssel findet und ihm seine Brust vergräbt, also eine Waffe. Ich hab ganz als was ist denn das Ding? Kann ich hier rein? Ja, ne, hier kommen wir rein. Gut, dann gehen wir hier vorne nämlich weiter. Oh Mann, der hat nicht mal so schwer, der Boss. Erstaunlich. Ich dachte, jetzt wirft uns das Spiel einen schweren Boss nach dem anderen hintereinander, aber...
Ja, na gut, da muss ja sagen, den. Ist das ein Leuchtfeuer da hinten? Ja, ne, oder? Aber nicht für uns. Hier geht's rechts und links in die ewige Tiefe. Das ist eine Tür. Oh Mann, hier ist noch eine Treppe. Wo geht's denn hier lang? Da ist eine Tür. Einfach weil ich nicht sehe, ob es eine Mimik ist. Hau ich einmal drauf. Nicht mehr, sonst geht ihr kaputt. Sehr schön. Da vorne ist eine Tür, hier geht's hoch. Leuchtfeuer, sehr schön. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal zurück nach Majula reisen, mal ein bisschen aufzusteigen. Mann, Mann, Mann. Oder habe ich. Nee, ich habe, glaube ich, keine Brocken gefunden. Ich habe nur glitzernde Titanit gefunden. Jede Menge sogar davon. Das heißt, da unten haben wir noch eine Tür. Es geht noch den Felsen hinauf. Aber erst einmal wollen wir den Eingebetteten erlösen von seinem Schicksal, würde ich sagen. So, was habe ich bekommen? Titanscholle. Ja, wir brauchen aber erst jede Menge Titanbrocken. Vorher. Bear until hope. So, sie wird immer bei uns sein. Sehr schön. Ja, Wille würde ich schon auf 12 machen, dann können wir die Heilung. Oder? Guck mal, selbst da gibt es ein Leben für. Intelligenz. Dankeschön. So, reisen wir weiter. Also mal wieder hier hin. Zum Aufstieg der Toten. Also jetzt hier weiter raus, oder was? Dann gehen wir erst, glaube ich, durch die Tür. Oh, ich bin mal gespannt, wann wir wirklich auf Vendrick, den König, treffen. Da bin ich echt gespannt drauf, wann wir den treffen. Ach, ich wollte doch gar nicht hier hin. Ah, ich bin so doof. I am so stupid. Ich wollte doch erstmal in die Burg. In das Schloss nochmal. Nämlich von hier aus kamen wir doch. Da ist noch ein Leuchtfeuer, das wir nicht öffnen können. Von hier aus kamen wir doch auch relativ nah an. Wo ist eigentlich. Habe ich das jetzt irgendwo übersehen, das Leuchtfeuer? Ja, wir kommen auf jeden Fall mit dem Fahrstuhl nach ganz oben. Und dort könnten wir ja den Schlüssel einstecken. Also diesen tollen neuen Schlüssel, das eigentlich ein Schwert ist, Ding. Nein. Steh auf. So, das Schlüsselschwert. Das ist ein Zweihänder auch noch. Das Zweihänder-Schlüsselschwert. Fahren wir mal hinauf. Ich bin der Schlüsselmeister. Mal an. Ein Schlüssel als Zweihänderschwert. Sehr interessant. Da fahren wir hinauf in die Höhe. Ich bin gespannt, was die Dame uns zu sagen hat. Mit diesem riesigen Schlüssel, das kein Schlüssel ist, sondern ein Schwert. Oder ein Schwert, das echt kein Schwert ist, sondern ein Schlüssel. Ja, können wir auch noch ein normales Schwert reinstecken, oder nicht? Na, mein Freund. Ab mit dem Kopf oder was? Ach, das Schwert verschwindet damit oder was? Okay. Hallo. Also noch nur? Bist du weg? Ring des Todes. Ist sie jetzt gestorben oder was? Denn den Ring des Todes.
Ring der Riesen, Ring des alten Löwens, Auge, da ist er, Ring des Todes. Bewahrt menschliches Aussehen sogar einer Hülle. Der Träger dieses Rings erscheint menschlich, sogar wenn er eine Hülle ist. Es heißt, wir können uns in der Gruft der Untoten wieder mit den Toten anfreunden. Wir alle erleiden Verluste und keiner von uns kann den Tod entkommen. Worin liegt dann die Faszination, das zurückzuholen, was bereits ins Jenseits angegangen ist? Ja, dann können wir damit menschlich gehen. Ist sie wieder oben oder was? Die hat wieder angefangen zu singen, habt ihr das gehört? Das ist ein Schimmer hochfahren, mein Gott. Ich bin da oben. Ich bin da unten, ich bin da oben. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Singt sie da oben oder was? Dann fahren wir nochmal nach oben. Man schüttelt sich da oben oder was? Oh, eigentlich nicht ganz, ne? Nicht ganz. Zack, 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 total. Oh ja, tanzt der Ritter, da stoppt der Bär. Yeah, in die Knie und wieder hinauf. Da stoppt der Bär, da stoppt der Bär, da stoppt der kleine Bär. Wohohoho. Ja, da stoppt der Bär. Da stoppt der Bär, da stoppt der Bär, da stoppt der Bär. Bis doch jetzt vielleicht endlich mal. Ja, sie ist weg. Na gut. Warum immer sie dann die ganze Zeit so seltsam singt, ich weiß nicht. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben eine riesige, fette Kröte besiegt. Bis zum nächsten Mal.